Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem kurzen Update von mir. Ich bin ganz ehrlich, es geht mir nicht so besonders gut. Also ich habe erstmal eine Runde geweint gerade. Deswegen sehe ich vielleicht auch noch so ein bisschen fertig aus. Ja, ich war, also wenn ihr das Video seht, vor einer Woche im Krankenhaus mal wieder, wegen vorzeitigen Wehen und verkürztem Gebärmutterhals mit Trichter. Ja, das Wochenende davor, war ich aber bei meinem Freund, also den Montag auch. Ich hatte davor, also mehrere Tage einfach noch zu bleiben und wir haben auch ein bisschen so uns angezickt. Jetzt nichts Schlimmes, aber es war halt auch wieder irgendwie so ein bisschen stressig und mein Körper ist halt irgendwie nicht mehr so belastbar, beziehungsweise ich habe einfach einen sehr starken Druck nach unten. Der Kleine liegt ja schon seit Wochen in Startposition, mehr oder weniger, und dementsprechend hat ja meine Frauenärztin gesagt, schonen, schonen, schonen. Das Übliche, was ich ja schon erzählt hatte, kein Sex, kein Sport, keine Belastung, nichts schweres Heben. Und das ist natürlich gerade auch für mich jetzt so ein bisschen frustrierend, weil eigentlich geht es mir jetzt so nicht schlecht und ich ja, würde gerne hier ein paar Sachen in der Wohnung packen und ich hatte mir viel vorgenommen. Ich hatte auch das Wochenende jetzt anders geplant. Ich wollte einen Fotokurs machen, alternativ nochmal auf die Kleidertauschparty und nichts geht mehr, weil ich darf nur im Bett liegen oder mal 10 Minuten raus oder so. Erinnert mich sehr stark an ME/CFS-Zeiten, nur dass ich da wenigstens müde war und viel geschlafen habe und es mich nicht so gejuckt habe, weil ich eh keine Kraft hatte sozusagen, ja. Jetzt hätte ich die Motivation dazu und jetzt geht nichts. Ist natürlich sehr frustrierend und macht mir auch Angst. Also den Montag, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, hatte ich halt vorzeitige Wehen, Krämpfe, richtiges Stechen, Druck nach unten. Ich habe gemerkt, also am Sonntag schon eigentlich, dass da irgendwas passiert ist am Gebärmutterhals. Also ich muss halt ständig anhalten beim Gehen und ja, also man hat ja auch ein Körpergefühl sozusagen und weiß, wenn es einem irgendwie gerade, wenn da irgendwas ist. Und bin ich halt ins Krankenhaus gegangen. Ich dachte, vielleicht gehe ich kurz hin und die gucken und dann kann ich wieder gehen. Die haben es mir tatsächlich auch freigestellt. Also es ist jetzt nicht so akut gewesen, dass sie gesagt haben, sie müssen jetzt unbedingt da bleiben. Es ist gefährlich. Aber die haben gesagt, ja, hier im CTG, da sehen wir leichte Wehentätigkeiten. Und der Gebärmutterhals ist noch weiter verkürzt auf 1,5 cm mit Trichter, was natürlich ja, nicht so besonders gut ist und ein Frühgeburtsrisiko darstellt. Dann hatte die Ärztin was von diesem Ektimpatum, ach, keine Ahnung, ich schreibe es hier hin, wie dieser Test heißt, auf Frühgeburtlichkeit erzählt, den ich machen könnte. Ich wollte den auch sofort machen, aber die meinten, das ging da nicht wegen der Ultraschalluntersuchung. Also da muss eine Zeit dazwischen sein, um diesen Test zu machen, weil der ansonsten verfälscht ist. Also da darf vorher irgendwie kein Gleitmittel vom Ultraschall dran sein oder irgendwas. Da musste man dann noch einen Tag warten. Und dafür musste ich halt stationär aufgenommen werden. Und da habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich das. Beziehungsweise ich habe erst gefragt, ob ich morgen früh wiederkommen kann, wenn es jetzt nicht akut ist und wir das dann machen. Und meinten, nee, ambulant wird dieser Test nicht gemacht, also weil er dann nicht finanziert wird von der Krankenkasse. Ja, das heißt, ich habe dort geschlafen, also nicht geschlafen, weil ja, ich nicht schlafen kann mit anderen Menschen in einem Raum. Also jetzt nicht mit Menschen in einem Raum, den ich nicht kenne. Mit meinem Freund, wenn er mal nicht schnarcht, dann schon. Aber ansonsten halt mit niemandem. Ja, doch, mit meinem Kind im Bauch natürlich schon. Aber also ja, ansonsten halt mit niemandem. Und dann hatte ich ja noch so einen Zugang im Arm und das kann ich halt überhaupt nicht haben, wenn was in meinem Körper steckt. Ich habe auch gefragt, ob man das rauslassen kann. Die meinten, nee. Dementsprechend war ich die ganze Nacht wach und ich habe gesagt, ich würde das Ding am liebsten rausnehmen. Ich habe gesagt, mich stört das so. Und dann wurde ich auch noch nachts kontrolliert, ob ich diesen Zugang dran gelassen habe, zweimal. Also kam wirklich die Schwester an mein Bett, hat den Ärmel so hochgezogen und dann dachte ich so, das ist furchtbar. Und ja, die Frau, die in meinem Zimmer war, hat auch geschnarcht wie sonst was und es waren überall blinkende Knöpfe für die Notklingel und eine tickende Uhr im Zimmer und ja, also kann man sich denken, es war mehr Stress für mich als alles andere. Mein Freund hatte mit mir davor, also vor der Aufnahme bei den Untersuchungen war der dabei und hat auch gewartet, bis ich ins Zimmer kam und
Ja, war auch schon leicht genervt, weil er meinte, er hatte irgendwie mittags zuletzt gegessen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann geh was essen, du musst nicht mit mir warten, ne? Das habe ich mehrfach gesagt. Ich weiß ja, wie das im Krankenhaus ist. Ich war ja schon mehrfach in der Notaufnahme und ich war schon öfter im Krankenhaus und weiß, dass es meistens nicht schnell geht, wenn man da spontan hinkommt. Aber glaube ich, das gehört sich so oder hatte den Anspruch an sich selbst, damit zu warten. Genau, und dann habe ich von zu Hause von ihm aus so eine Nachricht bekommen, wie, ja, jetzt hätte er Kopfschmerzen für Hunger und überhaupt, wie es hier aussieht, weil ich irgendwie eine Packung Bonbon und ein Geschirrhandtuch auf der Ablage habe liegen lassen. Was in meinen Augen nicht viel ist, aber für ihn, er ist halt ein super Ordnungsfanatiker, da stört schon, wenn ein Bonbon da gelegen hätte oder die Fernbedienung nicht gerade liegt, was auch immer. Oder die Decke auf dem Sofa nicht gefaltet ist, das ist dann schon Unordnung. Genau, und dann habe ich auch gesagt, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf zu reagieren. Oder ich habe gesagt, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Dann lass uns jetzt bitte nicht weiterreden, weil ich brauche jetzt wirklich keinen Stress mehr in dieser Situation. Ja, am nächsten Morgen hatte ich dann noch ein CTG, das war dann unauffällig. Also da waren die Wehen dann auch weg und ich hatte dort so homöopathisches, also Mittel hatte ich sowieso mit Bürophyllum, das verlinke ich nochmal unten drunter für Leute, die mit vorzeitigen Wehen, verkürztem Gebärmutterhals und so zu tun haben. Und so ein Öl, wehenhemmendes Öl bekommen, Tokoöl, weil die meinten, die versuchen das immer erstmal, was ich gut finde, auf natürlichem Wege. Also die geben erstmal keine Medikamente und beobachten, solange der Muttermund nicht auf ist. Also wenn der Muttermund offen gewesen wäre, also Trichter bedeutet ja, dass der innere leicht durchlässig ist, aber der äußere fest verschlossen ist. Wäre der Äußere offen gewesen, hätte ich direkt Wehenhemmer bekommen. Und wahrscheinlich auch diese Lungenreifungsspritze. Aber auch da sind die mittlerweile von ab in der Behandlung. Früher wurde das ziemlich schnell gegeben und heute nicht, weil das halt ein starkes Medikament ist, was halt auch der Mutter nicht so gut tut. Also es ist hochdosiertes Cortison, damit die Lungen schneller reifen. Und sie meinten, ich wäre auch ziemlich weit. Sie gehen davon aus, dass ich das jetzt schaffe bis zur 34. Woche. Und ja, davon gehe ich jetzt auch mal aus. Am nächsten Abend wurde dann dieser Test gemacht auf Frühgeburtlichkeit in den nächsten 7 bis 9 Tagen. Also der ist relativ sicher, muss man auch sagen. Verlinke ich auch in der Infobox, wer sich das gerne durchlesen möchte. Also da wird so ein Protein am Gebärmutterhals gemessen. Das sind quasi Marker, die vorhersagen, ob der Körper eine Geburt einleitet, gerade in den nächsten 7 bis 9 Tagen. Also das kann man tatsächlich wohl voraussagen. Wusste ich auch nicht. Und der war, also da kriegt man auch das Ergebnis sofort, der war negativ. Und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt haben die Wehen aufgehört. Das war wahrscheinlich einfach diese Überlastung und der Stress am Sonntag. Und mir geht es ja auch soweit ganz gut und ich kann mich auch zu Hause ins Bett legen, habe ich gesagt. Kann ich denn dann jetzt gehen? Und die meinten, nee, jetzt heute Abend schreibt keiner mehr einen Entlassbericht und wir würden gerne morgen nochmal eine Untersuchung machen. Das heißt, die nächste Nacht mit dieser Frau im Zimmer, die war nett, das war ja kein Problem, aber die hatte jeden Tag ihre ganze Familie, also diesen Dienstag, zu Besuch. Das waren 6 verschiedene Leute, dann irgendwelche verschiedenen Essenssachen von McDonald's und zum Imbiss und das hat echt übel gerochen. Also ich bin geruchsempfindlich, geräuschempfindlich, braucht man nicht zu sagen, hochsensibel halt. Und es war für mich wirklich stressig, also ich konnte mich da null erholen. Und ich hatte halt auch Angst, so, weil, ja, also natürlich möchte man irgendwie keine Frühgeburt. Die Ärztin meinte dann auch, ja, also bei Ihnen, selbst wenn das Kind jetzt kommen würde, wäre es jetzt nicht mehr so dramatisch, es wäre natürlich nicht gut, aber es ist ja kein super frühes Frühchen. Da war ich in der 33. Woche, jetzt bin ich schon in der 34. Woche. Aber ich soll jetzt natürlich noch möglichst bis zur 35. Woche schaffen und irgendwie, ja, ist das psychisch für mich sehr belastend, quasi jetzt irgendwie gar nichts mehr machen zu dürfen. Also es ist ja schon mal eine Sache gewesen, dass es dann hieß, ich darf keinen Sport mehr machen. Da habe ich dann gesagt, okay, ist voll schade jetzt nach der langen Zeit, wo ich ja auch keinen Sport machen konnte. In der Reha durfte ich es auch nicht. Also ja, ich hatte mich ja eigentlich gefreut, dass es mir so gut ging im Mittelteil der Schwangerschaft, ja. Und hatte mich gefreut, dass wieder ein bisschen was geht. Thema Sex hatte ich auch schon irgendwie gesagt, ja, ist doof, ist ein bisschen sexuell frustrierend natürlich. Fehlt uns auch beiden. Aber ist okay, habe ich gedacht. Gut, nichts Schweres heben, habe ich mir auch schon gedacht. Wunderbar, dann sortiere ich halt die Klamotten so ein bisschen aus, kann mein Freund dann vielleicht machen.
Kriegen wir irgendwie auch hin. Und als es dann hieß, oh nein, nein, nicht mehr lange spazieren gehen und ja, einfach schonen und den Po hochlegen und keine Ahnung, also ein bisschen rausgehen schon, weil das ist es dann auch wieder. Also man darf nicht nur im Bett liegen, weil sonst ist Thrombosegefahr, aber halt schon wirklich Sparflamme. Also eigentlich so wie bei ME/CFS, wenn ihr meine Vlogs noch kennt aus der Zeit, wo ich wirklich bis eins im Bett gelegen habe und dann mal aufgestanden bin und meine Höchstleistung war, das zu essen zu machen. So ungefähr ist es jetzt auch. Genau, und ich traue mich halt auch nichts. Also natürlich mit dieser Diagnose, jeder sagt was anderes. Dann hatte ich auch eine andere Ärztin, die mich dann entlassen hat. Die meinte, nee, sie können schon spazieren gehen und sie sollen sich auch bewegen, sonst ist auch Osteoporosegefahr. Und ich dachte dann so, ja, was denn nun? Also ich habe gesagt, es sind sich die Leute nicht einig. Ich meine, das Einzige, was sich wirklich immer überschneidet, ist, dass gesagt wird, kein Sport, kein Sex, nichts schweres Heben. Und sie meinte, ja, darin sind sich auch alle einig. Und mit dem anderen gibt es halt keine Studien, keine Belege dafür, dass das überhaupt was bringt, wenn man sich wenig bewegt. Sie meinte aber, sobald ich halt was tue und der Druck nach unten stärker wird, soll ich mich hinlegen. So, und das passiert halt ziemlich schnell. Also ich brauche quasi nur 10 Minuten irgendwas machen und dann spüre ich halt das Köpfchen da schon. Also, aber seit Wochen eben, ne? Also das ist nicht erst neu. Und ja, jetzt war mein Freund übers Wochenende beim Klassentreffen in Kassel. Ich hatte, wie gesagt, eigentlich für dieses Wochenende dann, weil ich ja wusste, wir sehen uns nicht, ja, einen Fotokurs geplant, eine Kleidertauschparty. Ich wollte halt meine Freundin auch sehen und das war jetzt alles so, dass ich gedacht habe, ja, also können wir halt draußen nicht so stattfinden lassen. Klar bekomme ich hier auch zu Hause dann Besuch. Also morgen Abend kommt auch mein Freund vorbei und so. Das ist jetzt, also wenn ihr das seht, ist es der heutige Tag wahrscheinlich. Aber insgesamt ist es für mich jetzt schon, also psychisch belastend, immer zu denken, ja, wie lange geht das noch gut oder verhalte ich mich richtig? Schone ich mich genug oder schone ich mich sogar zu viel, dass das wieder nicht gut ist, weil dann hat eine andere Hebamme gesagt, dann sind sie aber nicht fit für die Geburt und so weiter. Ja, vielleicht noch was Interessantes, wegen dem harten Bauch. Also die Hebamme, da war eine da, die mich zuerst untersucht hat bei dem ersten CTG, wo halt auch die Venen ersichtlich waren. Die meinte, sie hätte eine Bekannte gehabt, die hätte meine Figur. Die war auch schwanger und die hatte auch ständig einen harten Bauch. Das liegt einfach dann an der Statur, dass da quasi keine Fettschicht drüber ist und dass man dann jede Kontraktion von der Gebärmutter sieht, merkt oder auch beim Wachsen, die verhärtet ist. Das ist aber bei Frauen, die ein bisschen mehr Gewicht drauf haben, einfach nicht auffällt. Und bei mir halt aber schon und dass ich mir keine Sorgen machen soll, wenn die ganze Zeit der Bauch hart ist. Aber wenn ich Kontraktionen merke, so wie den Sonntag und den Montag, also Wehentätigkeit merke in Form von Ziehen, Schmerzen, so, dann ja, müssen wir halt gucken. Im Zweifelsfall soll ich halt dann wiederkommen. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich möchte einfach nicht mehr ins Krankenhaus. Ich war jetzt Freitag auch bei der Hebamme im Geburtshaus und die hatte selbst auch in ihrer Schwangerschaft ab der 25. Woche vorzeitige Wehen und verkürzte Gebärmutterhals. Die ist die letzten Wochen mit einem offenen Muttermund und gar keinem Gebärmutterhals mehr rumgelaufen, bis kurz vorm ET. Und es sind einfach Sachen, man macht sich ja Sorgen, man möchte ja, dass das Kind gesund auf die Welt kommt und reif und entwickelt. Und gerade bei meiner Ärztin denke ich schon wieder, oh nee, Mittwoch der Termin. Wenn sich da wieder irgendwas getan hat, dann sitze ich wieder irgendwo. Und ja, das fällt mir schon irgendwie schwer. Und ich hatte auch noch andere Pläne, das brauche ich jetzt hier gar nicht alles erzählen, weil diese Pläne, die ich gemacht hatte für diese 2 Monate, die können jetzt alle einfach so nicht stattfinden. Ja. Also, wir haben jetzt halt den Hochzeitstermin am 8.7. Wir hoffen auch, dass das klappt. Und warte, ich habe noch irgendeinen Termin gemacht. Es fällt mir nicht ein. Wenn es mir wieder einfällt, dann teile ich das auf jeden Fall auch hier. Ich habe mich auch nicht so getraut, so viel zu filmen. Ich hatte den Wunsch oder es wurde sich gewünscht, dass ich mal wieder so einen Vlog mache, so ein Follow My Day.
zeige, was ich am Tag so mache. Und ja, ganz ehrlich, also soll ich euch aufnehmen? Soll ich euch aufnehmen, wie ich auf dem Bett liege und irgendwas am Laptop mache? Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Können mir die Person ja gerne nochmal eine Nachricht schreiben, ob sie das trotzdem interessiert. Voll quatschen mit irgendwas kann ich euch auf jeden Fall. Aber ja, also so habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt, das sage ich ganz ehrlich. Ja, und ich freue mich einfach nur, wenn der Kleine gesund auf der Welt ist und in meinem Arm liegt. Ja, und am liebsten würde ich es natürlich ins Geburtshaus schaffen. Da muss ich allerdings bis zum 14. Juli durchhalten, also jetzt quasi genau 4 Wochen. Ich hoffe, das klappt, weil für mich ist das im Krankenhaus purer Stress. Also ich fühle mich einfach nicht wohl im Krankenhaus. Ich komme damit überhaupt nicht klar, wenn so ein CTG an mir hängt, wenn so ein Zugang an meinem Arm ist. Ich habe kein Vertrauen in die Ärzte. Ich finde die Atmosphäre furchtbar. Ich bin dann einfach verkrampft. Und ich weiß für mich, wenn ich im Geburtshaus mein Kind zur Welt bringen könnte, es ist wirklich schön da. Es ist wirklich, es sieht aus wie ein normales Zimmer zu Hause. Und die Hebammen sind alle nett dort, bei denen ich war bisher. Das wäre mein Wunsch, dass das klappt. Sollte irgendwas vorher sein, bin ich natürlich in einer Spezialklinik. Ganz klar. Also die Gesundheit von meinem Kleinen ist mir am allerwichtigsten. Ich habe sogar gesagt, weil der immer in der Rippe hängt, ne? Der ist halt auch, also wir haben das halt, der wurde ja wieder vermessen dann beim Ultraschall. Und der ist halt einfach riesengroß, ne? Also der ist wirklich lang. Also von der Länge her auf jeden Fall 1, 2 Wochen voraus und auch schon relativ kräftig. Also jetzt nicht schlimm, aber auch schon oberes Perzentil. Ja, da haben die auch gesagt, ihr Kind ist gut entwickelt. Also das scheint sich ganz wohl zu fühlen und Fruchtwassermenge, sonst ist auch alles okay. Also das Kind ist gesund, soweit man das jetzt sehen kann. Aber ja, für mich ist es gerade echt hart. Also wirklich. Ich wollte halt auch noch mal in die Stadt und Still-BHs kaufen und verschiedene andere Sachen noch fürs Wochenbett einkaufen. Also ein bisschen was habe ich jetzt schon. Ja, Sachen organisieren und irgendwie traue ich mich jetzt gar nichts mehr, weil ja, ich Angst habe, einen Fehler zu machen oder mich zu viel zu belasten. Sogar hier im Haushalt ist es schwer, weil der Bauch verkrampft sich, wie gesagt, nach 10 Minuten. Wenn ich ein bisschen gesaugt habe, dann ist schon wieder Feierabend. Also ja, und dann denke ich mir auch so, was soll ich denn, also was soll ich denn jetzt machen? Keine Ahnung. Ich glaube, man versteht so ein bisschen den Punkt. Ja. Auf dieser Station lagen ganz, ganz viele Frauen mit der gleichen Diagnose wie ich. Und auch die hier bei meinem Geburtshaus hat gesagt, das ist so, so häufig. Und manchmal hat es auch keine Relevanz. Also manchmal führt es einfach zu gar nichts und die Frauen übertragen sogar. Und ja, dann ist vielleicht am Ende der Muttermund offen oder es ist kein Gebärmutterhals mehr da. Aber trotzdem kommt das Kind nicht. Also das Kind kommt nur bei Wehentätigkeiten, also Geburtswehen. Und wenn das nicht stattfindet, dann kommt auch kein Kind. Und das weiß man halt einfach nicht, nur das Risiko ist halt erhöht. Und ja, dass ich dann irgendwie Angst habe, ist auch klar. Und ich denke mir auch gerade schon wieder, ich hatte so viele Pläne gemacht und es läuft schon, also das Leben läuft schon wieder nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ja, aber daran bin ich ja inzwischen gewöhnt. Ja, also so viel dazu. Dann, ach ja, zur Abschlussuntersuchung, weswegen ich dann auch wieder Mittwoch nach Hause durfte. Da hat die Frau dann gemessen, Gebärmutterhals bei 3 cm. Dann habe ich auch gesagt, wie kann denn das sein? Und dann hat sie gesagt, ja gut, wir warten jetzt noch mal kurz ab. Und dann ist er wieder mit dem Köpfchen ganz nach unten gegen gerutscht. Also der war mal ganz kurz, so 1 cm weiter weg. Und dann hat sich dieser Gebärmutterhals wieder aufgerichtet. Der Trichter war auch weg. Aber sobald das Köpfchen wieder draufgelegen hat, ist der so eingefallen und es waren wieder nur so, weiß ich nicht, 1,7 cm, aber noch besser als ich da war. Und dann meinte sie, gut, sie wissen ja jetzt, was zu tun ist. Also wenn der Druck zu stark wird, merken sie ja, wenn sich das verkürzt, dann legen sie sich wieder hin, dann richtet er sich wieder auf, dann besteht auch keine Gefahr. Aber das ist natürlich sehr einschränkend, weil man dann halt nicht lange rumlaufen kann oder nicht mal eben in die Stadt gehen kann oder ja, eine Stunde irgendwo was machen kann. Es sei denn, man hat ein Bett, eine Couch oder sonst was in der Nähe.
Genau, ja. Aber insgesamt fand ich es halt gut, dass die nicht gleich so Medikamente gegeben haben, sondern tatsächlich auch mit Homöopathie arbeiten oder mit Ölen und Kompressen. Also sie haben gesagt, sie kann so mit dem Öl so Umschläge machen, heißes Wasser, dann Öl drauf, auf den Bauch legen, entspannen. Auch mehrmals am Tag dieses Spirophyllum nehmen, falls wieder Wehen kommen. Und ja, so hoffe ich, dass wir das noch ein bisschen länger schaffen wir beide, ne, Kleiner? Das wäre toll. Und ja, dann schauen wir mal weiter, wie lange hier Updates kommen. Also ich wollte auch noch mal dazu sagen, dass ich es wahrscheinlich so machen werde, dass ich natürlich einen Geburtsbericht, den bekommt ihr, aber falls der Kleine kommt, dass ich dann wahrscheinlich erstmal eine Pause mache und wir uns im Wochenbett so ein bisschen alle aneinander gewöhnen und einspielen. Und dann berichte ich auf jeden Fall weiter, wie es ist mit Kind. Ich bin echt gespannt, aber es kann nur besser werden als die Schwangerschaft. Also ich freue mich tatsächlich. Ich habe ja Angst vor der Geburt und vor Schmerzen und auch vor der ersten Zeit und dass irgendwas nicht klappt. Aber mittlerweile, so wie das gerade hier läuft, freue ich mich auf die Zeit danach. Also richtig. Und sogar auf die Geburt, weil ich mir denke, ja, wow, dann habe ich das Kind wenigstens im Arm und kann mich wieder normal bewegen, wie ich möchte. Dann ist das auf jeden Fall was anderes. Ja, so viel von mir zu diesem Update. Streit mit meinem Freund haben wir auch wieder gelegt. Er hat sich entschuldigt übrigens, dass der da so ein bisschen übertrieben hat in den ganzen Sachen. Reden wir morgen aber nochmal persönlich, auch nochmal drüber, über ein paar Dinge, die damit zusammenhingen. Ganzen Streit habe ich ja jetzt hier nicht geteilt. Aber ja, soweit von mir. Ja, ich hoffe, wir kommen weiter gut durch. Und ansonsten sage ich erstmal bis zum nächsten Update und ich hoffe, dass ich mich bis dahin nicht mehr melde mit dem Thema Schwangerschaft. Also jedenfalls nicht mit irgendwelchen Krankenhausaufenthalten.